Oh Mann, Leute, es gibt schlechte Nachrichten für viele, viele MG4-Besitzer. Bin ich auch davon betroffen, das werden wir gemeinsam in diesem Video erfahren, denn viele MG4-Besitzer berichten von Ölverlust hinten vom Getriebe. Ob es meinen auch betrifft oder nicht, erfährst du alles in diesem Video, also bleib dran, viel Spaß beim Zuschauen. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ja, heute geht es um was Ernstes, und zwar MG hat höchstwahrscheinlich Probleme mit den MG4-Modellen, beziehungsweise viele Besitzer haben Probleme, denn es werden in letzter Zeit ganz viele Ölverlustprobleme berichtet. Mein Auto steht jetzt seit 3 Tagen in der Tiefgarage. Ich habe ihn nicht benutzt, weil viele von euch wissen, ich bin kein Pendler, der zur Arbeit jeden Tag 40 Kilometer oder 50 Kilometer sein Auto braucht. Nein, ich fahre zur Arbeit immer mit der Straßenbahn. Unsere Autos nutzen wir nur für Städtetrips und für Tests und für Einkaufen oder für Family und Friends. Ja, übrigens, hinter mir seht ihr schon, der Kona Elektro, den habe ich jetzt für 2 Wochen da zum Testen. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr gerne wissen würdet über dieses, ja, schöne Auto mit den LED-Leuchten, sehe ich hier. Wie findet ihr den? Er wird ja nächstes Jahr abgelöst. Es kommt der neue Kona Elektro, auf den bin ich super, super gespannt. Aber das Besondere bei dem ist, da das Auto jetzt nächstes Jahr abgelöst wird, wird es mit Sicherheit einige Leasingangebote und einige Schnapper über dieses Auto geben. Deswegen wird er von mir einen würdigen Test bekommen, ja, als Abschluss sozusagen seiner Karriere. Also, darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Apropos Elektroauto, jeder von euch, der sein Elektroauto schon bestellt hat, und wenn das Elektroauto schon vor der Tür steht, du kannst mit Geld für E-Auto deine THG-Quote beantragen. Wenn du meinen Link benutzt, bekommst du garantiert 400 Euro. Link ist unten in der Beschreibung. Jetzt weiter zum MG4. Ja, Thema Ölverlust. Was ist da los? Was macht MG? Was ist da schiefgelaufen? Vor allen Dingen, was ist mit unserem Auto? Ungelogen, Leute. Ich war noch nicht unten in der Tiefgarage. Ich gehe jetzt mit euch gemeinsam runter und wir lassen uns mal überraschen, ob irgendwelche Flecken auf dem Boden zu finden sind oder nicht. Huiuiui. Ich bin selbst ziemlich aufgeregt. Komm mal mit. Ja, ich habe auch Hilfe dabei, und zwar in Form vom Licht, damit wir genauer gucken können. Wo ist denn unser MG? Da ist er. Da ist er. Wir machen erstmal das Auto an, beziehungsweise die Türen auf. Ich werde übrigens bald mit ihm einen Test machen, eine Nachtfahrt. Wir gucken uns gemeinsam das Licht an, wie sich die LED-Scheinwerfer denn so bei Nacht, vor allen Dingen in Verbindung mit den Assistenzsystemen, so, ja, machen in der Realität. Und jetzt gucken wir mal unten hinten, soll nämlich, wenn überhaupt, soll es unten passieren. Achtung, Achtung, Achtung. Nö. Es sieht alles trocken aus, meine Lieben. Schaut mal. Das Auto steht seit 2 Tagen. Seit 2 Tagen steht er hier. Moment. Nee. Nee. Also, wenn was wäre, dann würden wir das jetzt hier auf dem Boden sehen. Aber ihr seht selber, wir gucken auch gerne noch mal vorne nach. Komm mal mit nach vorne. Wie sieht es vorne aus? Achtung. Ach Gott. Naja, vorne. Ne. Ne. Alles trocken. Ne. Ja. Also, unser MG4 scheint trocken zu sein. Da, ach, das Licht ist, oh Gott. Also, mein MG4 100% trocken. Es betrifft auch mit Sicherheit nicht jedes MG4-Modell. Es muss mit Sicherheit eine Serie betreffen, die zu einem bestimmten Tag, an einem bestimmten Tag vom Band gelaufen ist. Also so ein Serienfehler, Produktionsserienfehler, wie man das auch immer nennt. Auf jeden Fall bin ich schon mal erleichtert. Also ich, mein MG4 ist davon nicht betroffen. Jeder, der seins irgendwann bekommt, schreibt mir gerne. Und MG, ihr müsst da handeln, Leute, denn viele sind davon betroffen. Ich weiß, dass Leute von MG jetzt hier zuschauen, handeln und behandelt die Leute vor allen Dingen gut. Ja, weil ich höre da so teilweise nichts Gutes von wegen, du bekommst kein Leihfahrzeug, der Händler will sich nicht darum kümmern, weil der Händler nur ein Agenturmodell hat. Da soll sich MG drum kümmern, MG soll auf E-Mails nicht unbedingt schnell reagieren. Also haltet uns bitte am Laufenden, denn das ist ein tolles Auto. Das Auto hat Potenzial. Ihr dürft es euch auf keinen Fall verscherzen mit den Leuten. Je schneller ihr reagiert,
desto besser. Es ist nicht schlimm, dass irgendwelche Fehler auftreten. Schaut euch mal VW ID.3 an, wie das damals war, als sie auf den Markt kamen. Oder ach, ganz viele andere Modelle, ob es BMW, Mercedes oder was weiß ich ist. Fehler können immer passieren. Wichtig ist, dass man sie schnell behebt. Und eine Bitte an MG, kümmert euch dringend um ein Software-Update, ja, damit der Spurhalteassistent etwas entschärft wird. Und ganz, 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 ganz wichtig, Einstellungen, die wir am Fahrzeug vornehmen, die sollen auch gespeichert bleiben. Ich möchte nicht bei jedem Autostart das jedes Mal neu eintasten. Ja? Okay, meine Lieben, so viel dazu. Das war ein Quick-Video mal wieder von Tarek aus Köln. Ich liebe euch. Ciao.